Hey Leute, willkommen zum Bungee Jumping ohne Seil. Hier bei Terraria, aber ja, wir haben den Lucky Horse Schuh beim letzten Mal gefunden. Im Wasser sind wir trotzdem irrsinnig langsam. Also werden wir uns mal hier richtig schön durchhangeln. So, ich würde mal sagen, wir werden jetzt erstmal ein bisschen weitergehen. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier gleich auf die nächste fliegende Insel treffen. So, aber ab hier könnten wir dann wieder loslegen. Und wir haben ja gesehen, ich muss ein bisschen warten auf die Ankunft der Wasserbälle. Denn beim letzten Mal hätten wir das fast übersehen. Und das wollen wir ja nicht. Also heute ein bisschen langsamer vorgehen. Aber ich denke, jetzt müssten sie auch wieder zurückgekommen sein. Sonst, wir können ja auch einfach mal hier so ein bisschen dauerfeuermäßig hochfeuern. So. Kämpfen dann hier gegen das fliegende Biest. Haben es sogar noch getroffen. So, jetzt bleiben wir mal ein bisschen stehen, kriegen ein bisschen Mana zurück. Da vorne kommen Slimes. Na, kommt her, ihr Biester. So, da vorne kam immer noch keine Wasserbälle runter. Also denke ich mal, keine fliegende Insel für uns an dieser Stelle. Und ich brauche eigentlich auch nicht alle 2-3 Meter das machen, denn so eine fliegende Insel hat ja auch eine gewisse Breite, ja, die ist ja nicht nur ein Bild, also ja doch so ungefähr ein Bildschirm, glaube ich, könnte man sagen, ist die breit. Also wenn ich jetzt hier wieder mache, sollte es eigentlich genügen. Oh, jetzt kommt gleich schon wieder Corruption-Gebiet. Also, ich chille hier ein Momentchen, um zu schauen, ob noch was kommt. Aber es sieht nicht so aus. Also gehe ich weiter. Bis da drüben, würde ich sagen. So, feuern wir wieder hoch. Schönes MG-Feuer, damit wir auch hier nichts verpassen. Jo, mach's gut, Slime. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Und hiermit kann man sich auch immer sehr cool verteidigen, finde ich, wenn man auf einer Position steht. Jetzt muss ich erstmal wieder diesen Dreh rauskriegen. Man kann ja irgendwie das Teil so richtig schön um sich herum schwingen. Aber will mir noch nicht so ganz gelingen. So. Na gut. Die Wasserbolts sind immer noch nicht wieder zurückgekommen. Also geht's weiter. Hier wird die nächste Salve in die Luft geschleudert. Derweil warten wir hier einfach mal auf unsere... Oh, da vorne ist ein Meteor gelandet. Da kommen nämlich gerade auch diese Köpfe an. Meteorgestein brauchen wir eigentlich gar nicht mehr momentan. Muss ich mal zusehen, dass ich da schnell vorbeikomme. Ja, die Meteore, keine Ahnung, wann die alle so gelandet sind, aber wir haben ja auch schon etwas länger nicht erforscht. Jetzt muss ich gleich aufpassen, da darf ich jetzt momentan nicht mehr rauftreten. Also einmal eine Salve. Nee, das war nicht so gut. Schön gerade nach oben einmal bitte. So. Ja, wir könnten... Sind die langsamer geworden, die Köpfe? Kommen mir irrsinnig langsam vor. Und ich muss jetzt gleich mal irgendwie da rüberkommen, ohne dass ich mir die Pfoten verbrenne. Könnte etwas schwieriger werden. Ich habe jetzt auch keine Lust, mein Inventar zu wechseln. Ach, das ging ja sogar. Dadurch, dass wir so weit springen konnten. Ist das hier ein Baum gewesen? Oder... Moment mal. Tatsache, das war mal irgendwann ein Baum. Vor vielen, vielen Jahren wahrscheinlich. Hier, kriegst das Ding. In your face. Ein paar Wasserbälle. Ja, normalerweise müssten die Wasserbälle ja hier an diesen Viechern extra Schaden verursachen, finde ich. So, jetzt spielen wir das Wartespielchen. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier was käme. Nö. Also, wir gehen weiter. Boah, ich hoffe, dass in dieser Richtung jetzt überhaupt noch eine fliegende Insel erscheint. So, hier wäre es mal wieder an der Zeit, glaube ich. Denn ansonsten werden wir jetzt hier schön lang marschieren. Ja, und verbringen einfach mal einen schönen Tag in der Wildnis. Ja, genau, ihr seht's, passt auf, wenn ich die nach oben schleudern würde. Die fliegen nicht sonderlich weit, also die würden auf jeden Fall wieder runterkommen. Eine fliegende Insel, das ist wieder runtergekommen. Nein, Grants, keine fliegende Insel. So, was nennt man Gravitation, Erdanziehungskraft. So, und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, für ein paar Kügelchen hier nach oben zu schleudern. Ey, du hast meine Kugel abgefangen. So. Na, komm her, hier der eine Meteor-Head eiert noch langsam hinter uns her. Ah, nein, jetzt habe ich es nicht geschafft. Aber so, jetzt haben wir ihn noch erwischt. Okay, hier scheint auch nichts zu kommen. So. Jo, das Teil ist eigentlich auch ganz nett, um Gegner zu killen.
Ah, lass mich in Ruhe. Ich will hier nicht runterspringen. Moment, wir müssten mal wieder. Nicht, dass ich es vergesse. Ein paar Wasserbälle nach oben schleudern. Ah, habt ihr die Lauscher aufgesperrt? Passt auf. Genau, da kommen sie schon wieder runter. Wow. Okay, also wir haben ja echt Glück heute mit den fliegenden Inseln. Gleich die nächste gefunden. Und jetzt... Ah. Sowas nenne ich mal Multitasking-fähig hier. Das Viech will uns angreifen, aber wir springen ganz gekonnt weg. So, komm hoch. Genau, dann bist du nämlich K.O. So, und wir nutzen die Gelegenheit schnell, um uns hier hochzugraben, bevor die nächsten Viecher ankommen. Die Insel war nicht ganz so hoch wie die andere. Hat sich zumindest nicht so angehört. Und, jetzt kommt das nächste Viech da. So, wie sieht's aus? Sehen wir sie? Oh, sehe ich sogar schon. Mal schauen, da könnten wir sogar schon schaffen. Ja, das schaffen wir auch. Schaffen wir es? Ja, wir schaffen das. So, sehr schön. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne eigentlich an der Seite hoch und nicht hier irgendwie... Nein, erstmal die Viecher jetzt töten. Alles zu seiner Zeit. Und dann können wir uns hier an der Seite hochhangeln. Komm her, du darfst auch nochmal sterben. Wir haben genug Zeit, um jeden umzubringen. So, da haben wir es wieder geschafft zur nächsten Hütte. Und da können wir gleich anfangen hier mit dem ersten, mit der ersten Linie an Gold. Das sieht nach Goldrückwänden aus, wenn ich das jetzt richtig deute. Das wäre doch was Feines. Haben wir gleich wieder hier, oh, vor der Haustür liegt auch noch ein bisschen Gold umher an der Oberfläche. So lobe ich mir das, hat man ja selten. Obwohl auf den fliegenden Inseln hat man es gar nicht mal so selten. Und wir haben wieder Harpien. So, wir müssen erstmal trotzdem den Tresor aufstellen. Ey, sag mal, geht's noch? Ich wohne hier. Also erstmal den Tresor aufstellen, die Harpie töten. So. Einen Schlüssel nehmen, aufschließen und Star Fury. Kennen wir ja schon, nehmen wir natürlich trotzdem mit ein paar Fackeln. Den Rest können wir wegschmeißen und einen Shiny Potion nochmal. So, jetzt muss ich nur noch mal schauen. Ja, hier, Rotten Chunks und Warm Tooth brauchen wir nicht. Dafür können wir dann unseren geliebten Safe und die Gold Chest mitnehmen. Obwohl das jetzt auch... Ah, das war doof. Na egal, wir gehen ja dann eh gleich nach Hause, wenn wir hier durch sind. Hab ja gesagt, noch eine Insel. Und dann ist inselmäßig erstmal Feierabend. Ah, jetzt wollen die Harpiens aber wissen, ne? Nachts sind die scheinbar noch aktiver. So, schnell das Gold hier mitnehmen, wo die nächsten Viecher hier Stress machen. Meine Güte, das gibt's ja gar nicht, wie aktiv die sind hier. So, oh, da kommt gleich die nächste Salve von rechts. Stirb doch einfach. Ich will doch nur euer Gold. Ich will doch nur euer Bestes. Euer Gold. Oh, das sind jetzt aber auch viele. Nicht, dass die uns jetzt hier gleich den Garaus machen. Moment mal, ich muss mal eben schnell einen Heiltrank nehmen. Sicher ist sicher, Leute. Will hier nichts riskieren. So, jetzt... Ah, ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich... Mist, jetzt hätte ich... Das hätte ich noch nicht abbauen sollen. Ach, das sind Kupferrückwände sogar nur. Ey, Leute! Lasst mich in Ruhe! Hm, Kupferrückwände? Nee, oder? Moment mal, sind die Golddinger voll? Yo! Okay, hauen wir die Sterne raus. Federn! Wofür brauchen wir denn Federn? Wenn ich das jetzt wüsste... Ja, im Moment, wir hatten doch vorhin... geh du erstmal nach Hause. So. Wir hatten doch vorhin noch irgendwo ein bisschen Holz. Holz haben wir gar nicht mehr so viel. Die Blumen. Hauen wir die Blumen weg. Genau, jetzt haben wir Goldbrick wieder eingesammelt. So muss es sein. Kupferrückwände. Obwohl ja doch, eigentlich... sind schon besser als so eine blöden Steinrückwände später. Ey, jetzt kommen da schon wieder die nächsten Viecher. Oh, noch ein Zombie. Was macht der denn hier? Würde ich mal gerne wissen, wie der Zombie oben raufgekommen ist. Na, hauen wir den Dirt weg. Genau, dann hat er die Kupferwände schon eingesammelt. So. Eieiei. Oh, eine Menge Federn haben wir jetzt hier eingesammelt. Ey. Mist. Ich hätte es wieder anders machen sollen. Ich hätte erst von drin nach draußen mich graben sollen. Erst alles abbauen und dann die Außenhülle abtragen. Aber nein. Ich hab's nicht gemacht. Warum auch immer. Zur Not lasse ich die oberste Schicht da. Ist auch nicht so wild dann. Es regnet Kupferwände. Kupferwände für alle. Da geht schon eigentlich recht zügig, die Dinger abzubauen. Das muss man ja schon sagen.
Also machen wir uns hier keinen unnötigen Stress. Das wäre schon, wenn die Viecher hier nicht wären, ne, die einen so richtig auf den Zeiger gehen können. Boah. Hab jetzt auch keinen Nerv, mich nochmal hier komplett irgendwie mit Dreck einzubauen. Einzubunkern, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber Dreck ist aber jetzt nicht wirklich die beste Bunkermaterialie, also muss man wohl vom Einbauen sprechen. Ah, da kommt die nächste Salve MG-Geschütze. Ah, wofür die Federn jetzt gerade sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben bisher auch noch keine Federn gefunden, da wir noch nie gegen diese Viecher gekämpft haben. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, welche Gegner die sonst noch haben fallen lassen. Also, da wird uns der Guide sicherlich wieder bereitwillig Auskunft erteilen, wofür diese Dinger gut sind. Und ah, jetzt muss ich wieder das Schwert erstmal in die Hand nehmen. So. Her mit den Rückwänden. Ja, das werden doch wieder ein paar schmucke Gebäude dann, die wir uns da in der neuen Welt später dann erschaffen werden. Also vom Lebensstandard her geht es unserem Typen hier ja immer besser. Oh, 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 Heiltrank. Das war knapp, das war wirklich sehr knapp. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oben, aber ich hatte nur noch ein Herz. Sagt ja auch keiner was von euch, ne? Das ist auch, wisst ihr? Ich muss mich hier schon drauf konzentrieren, die Dinger abzubauen. Dann könntet ihr mal wenigstens mal sagen, dass ich hier fast drauf gehe. Grants, Vorsicht! Oder so, hätte doch schon genügt. Meine Güte. Arbeitet doch mal mit, Leute. So, komm schon, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Ja. Eieiei, so, jetzt machen wir es anders. Wir graben uns jetzt hier so ein kleines Löchlein. Das heißt, ich werde erstmal die oberste Goldreihe nicht abbauen. Ach, muss ich sogar gar nicht. Ich kann... Sag mal, jetzt geh weg. Wofür mache ich denn das hier, wenn ihr mir hier noch hin reinfolgt? Eine Feder immerhin, okay. Meine Güte, das ist doch nicht mehr feierlich. Ihr elenden Stalker, ey. Jetzt kommen die hier wieder rein. Ich glaub, es geht los. Komm, zisch ab. Bam, Feierabend. So, da unten sehe ich noch Gold. Und ich weiß nicht, ob es Stein oder Silber ist. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier bei Nacht die ganze Insel nochmal auf den Kopf zu stellen. Der sieht man ja noch weniger als tagsüber. Aber die Harpien, ey, die sehen uns trotzdem natürlich, ne? Machen hier richtig Rambazamba auf unserer Baustelle. So, komm her. Okay. Ich frage mich, ob die auch irgendwann aufhören zu spawnen, wenn man hier sämtliches Gold abgebaut hat oder so. Was wollt ihr denn noch beschützen? Es ist doch nichts mehr da, Leute. So, das da hinten sind Steine, die nehmen wir nicht mit. Und wenn ich jetzt hier nicht gleich irgendwo noch eine Ressource in unmittelbarer Nähe sehe, die wertvoll sein könnte, dann würde ich sagen, auf zum Spiegel. Nein, was? Moment, was war das jetzt? Gold? Oh, das ist Gold. Unser Gold ist voll. Packen wir... Obwohl, wenn ich es hier lasse und solange nichts mache, müsste es ja gut gehen. Okay, also. Auf! Zurück nach Hause! So, jetzt darfst du mir erstmal gleich sagen, wofür zum Teufel brauchen wir die Federn. Okay, Falling Speed und Control of Gravity. Das ist ja was Feines. Fire Blossom, Death War, da braucht man so viel Krams. Ach, jetzt habe ich die weggeschmissen. Das wollte ich nicht. Kommen sie erstmal hier mit rein. Die Pilze kommen hier mit rein. So, Tränke haben wir noch. Oh, so viel Bla, was wir alles gefunden haben. Eisen brauchen wir sogar auch noch ein bisschen was. Kupfer haben wir beim letzten Mal gefunden, aber scheinbar schon verkauft. Sehe ich hier zumindest nicht mehr rumliegen. Ist schon mal ein gutes Zeichen. So, das Gold kommt hier mit rein. Das kommt dahin. Und jetzt, wo waren die ganzen Steine? Hier, brauchen wir wohl vielleicht doch nochmal eine neue Steinbox. Oder packen wir einfach hier mit rein, was soll's. So, 250. Hier nochmal 100 von Kupferrückwände, silberne Rückwände. Was waren die anderen jetzt eigentlich? Gold Brick Walls. Oh, seht ihr wohl, waren doch Golddinger. Okay. Auch lustig, also die silbernen sind zweit, also das werden auch wirklich weniger. Die Häuser scheinen dann wohl kleiner zu sein. Star Fury kann ich jetzt gleich verkaufen. Der Händler, der lechzt da ja schon nach. Ich sehe das auch an seinem Blick.
Und das eine Gold nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da wird keiner was gegen sagen, denke ich. Wenn wir ein bisschen zusätzliche Asche in der Hosentasche haben. So. Deathweed kommt auch noch hinten in die Box. Und dann haben wir es für diesen Part eigentlich auch schon wieder geschafft, was ich schaffen wollte. Ja. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann noch versuchen. Ich werde erstmal das Gold hier noch nicht machen. Ich gehe zwar davon aus, dass wir genügend Gold haben. Hier haben wir noch 132. Moment. Wenn wir die jetzt mal hier zusammenpacken. Ja, wir haben fast 500 goldene Dinger. Das sollte reichen. Aber notfalls will ich hier noch das Gold in Reserve haben. Daraus könnten wir auch noch Goldbricks erstellen. Wird sich zeigen, ob das reicht. Ich denke schon. Gut, beim nächsten Mal gehen wir in die Unterwelt, würde ich sagen. Noch ein bisschen Hellstone farmen, damit wir die Haymax noch haben können. Und den Feuerboomerang. Nicht den Bogen, nein, den Boomerang. Den würde ich gerne noch haben. Ja. In diesem Sinne würde ich mal sagen, macht ihr euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal an Ort und Stelle wieder. Danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Ciao.